Beim Starten der Mathe-Arena kommt man direkt in die Themenübersicht. Hier sind alle Kapitel übersichtlich dargestellt und man kann direkt durch Klicken auf eine Kachel loslegen. Gleichzeitig gibt der grüne Balken an, wie weit fortgeschritten man beim Üben in einem Kapitel bereits ist. Im Thema Differentialrechnung bin ich offensichtlich schon sehr weit fortgeschritten. Ich sehe es daran, dass bereits 5 Fragen perfektioniert sind, 53 geübt und 17 noch ungeübt. Sobald ich auf Starten drücke, wählt die App automatisch 10 passende Fragen zu meinem Lernverständnis aus. Daher ist zu erwarten, dass in diesem Kapitel schwierigere Fragen auf mich zukommen. Wir bekommen auch sofort ein akustisches und visuelles Feedback, dass die Antwort in diesem Fall richtig ist. Und wenn wir wollen, können wir uns auch die Erklärung noch ansehen. Schafft man sogenannte Streaks, also 3, 5 oder 10 richtige in Folge, so erhält man als Belohnung dafür einen Smiley oder einen Pokal. Auch das falsche Beantworten von Fragen wird sehr übersichtlich dargestellt und es besteht die Möglichkeit, die Erklärungen zu lesen oder gegebenenfalls ein Feedback über das Fragezeichen zu beantragen. Ich wechsle jetzt noch in das Thema Statistik, wo ich noch keine Fragen beantwortet habe, um wir dann sehen können, wie sich der Lernfortschritt bei mir verändert. In diesem Fall breche ich meine Lerneinheit nach 3 Fragen ab. 3 von 3 sind richtig. Wechseln wir nun ins Profil. Hier sehen wir den ausgewählten Namen eingeblendet. Ich kann auch meine E-Mail-Adresse hier eintragen und ich sehe meine erreichten Punkte sowie die letzten gelernten Themen. Außerdem kann ich hier meinen Avatar anpassen. Ich wechsle ihn jetzt auf das Logo der Mathe-Arena. Als letzten Bereich sehen wir uns noch die Minigames an. Das ist jener Bereich, wo ich die Mathematik spielerisch trainieren kann. Im Moment sind 3 Spiele vorhanden. Ich starte direkt mit Brüche. Hier geht es darum, die Bruchzahlen möglichst genau im Kreis anzugeben. Im Spiel Funktionen zeichnen wird eine Funktion gegeben und ich muss so schnell wie möglich diese Funktion am Graphen zeichnen. Abschließend betrachten wir noch das Minigame Korrigiere. Hier schlüpfe ich in die Rolle des Lehrers oder der Lehrerin und markiere richtige Aussagen mit einem Häkchen und streiche falsche Aussagen durch. Pro richtiger Zuordnung erhalte ich einen Punkt. Am besten probierst du es selbst aus und begleitest uns auf unserem Weg, Mathematik spannender, motivierender und abwechslungsreicher zu gestalten. In diesem Sinne, komm in die Mathe-Arena!